Hallo liebe Freunde, bei einer weiteren Folge Transportfieber, hier bei mal gespielt. Ja, wir sind heute hier, weil wir ja einerseits unsere neue Linie in Betrieb nehmen wollen. Dazu werden wir hier jetzt mal die Züge kaufen und, oh, da wird wieder gebaut. Ja, euphorisch wie sie sind, bauen sie wieder. Gut, wir kaufen mal unsere Züge. Ja, die Zürcher hier sind sehr optimistisch. Eine neue Bahnlinie, also muss man auch bauen. So, bevor ich hier jetzt aber Züge kaufe, will ich da vorne noch ein Signal hinsetzen. Sobald das Depot dann mal will. So, jetzt machen wir hier vorne kurz ein Signalchen. So, eines von denen hier. So. Gut. Okay. Wenn er dann mal will. Gut. Also hier wollen wir die Triebwagen. Wir haben ja neue Triebwagen gekriegt. Und ist die hier. Wir machen zwar nur 140 km/h, aber sollte reichen. Wir machen Vierfachstraktion draus. Ja, 296 Metern. Wir nehmen die 6 mal. Jetzt bräuchte ich noch die Zuglinie. Das wäre die Regio CHB Paris-Rom. Ja, dann herzlich willkommen auf der Anlage. Oh, immer wieder schön dieses Depot. Da könnte man eigentlich auch noch machen, dass wir hier drin einen Zug deponieren. Wie mal schauen, wie der aussieht. Oh, ja, der sieht noch richtig cool aus. Ein Mastercard-Zug. Ja, dahinter ist schon richtig jetzt was los. Im Bahnhof drinnen. Ja, sieht auch eigentlich nicht schlecht aus. Ich glaube, hier haben wir noch eine Schranke, die wir. Ja, genau. Die müssen wir noch anpassen. Hier will ich eigentlich keine Schranke. Da das eh nur eine Depotzufahrt ist. Jo. Ja, da kommt schön Zugverkehr hier. Bei diesem Bahnhof. Oh, ein links bisschen. Ja, jetzt steht der natürlich unglücklich auf dem Gleis. Ob wir da überhaupt jemals reinkommen? Wir halten den hier mal an. Sobald man der fahren kann. Die mal raus können hier. Dazu müsste der mal in den Bahnhof rein fahren. Ja, jetzt düster weiter.
Jetzt kommt hier noch der Hybrid daher geschossen. Dann hoffe ich, der kann dann auch mal rein. Immer noch nicht, wieso? Jetzt kommt der noch. Noch ein bisschen fahren lassen. So, jetzt sollte er aber. Ja, jetzt kommt der wieder raus hier. Eigentlich auch noch fahren lassen. Dieser Zeit. Müssen wir hier echt auch noch Signale hinstellen. Kann der jetzt auch fahren? Hoffe ja. Jetzt auch rein. Hier stehen jetzt gleich mal keine. Es wäre jetzt optimal, wenn ihr rausfahren könntet. Jetzt sollte der eigentlich mal fahren können. Ja, jetzt kommt der Hybrid wieder, okay. Wird wohl schwieriger. Ne, jetzt kommt der wieder. Ah. Ja, jetzt steht er wieder auf der Weiche. Toll. Und der kommt auch wieder. Na toll. Ja, jetzt machen wir es so. Jetzt machen wir hier ein Signal hin. Dass wir nämlich auch mal rausfahren können hier. Sonst kommt der ja eigentlich nie mehr raus. Kloppen wir nämlich hier das Signal. Ne, nicht die Weiche. Arg. Ja, jetzt haben wir die Weiche gekloppt. Ja, das wird heute wahrscheinlich schwieriger, da hier mitzufahren, außer wir nehmen gleich den vorderen Zug. So wie das aussieht. Das Signal steht aber noch. Das muss weichen. Holtet ihr eigentlich mal hier weg, bitte. Hinten landet gerade noch die Riesenmaschine. Der KLM. Ja, würdet ihr bitte mal wegdüsen hier vorne. Ja, da hinten hat es natürlich auch wahrscheinlich Stau. Ja. Warten hier irgendwie beide auf Einlass in den Bahnhof. Ja, da vorne steht eben der nächste. Was? Ich mache hier noch ein Signal hin. So. Ich kann nämlich einmal bis da vorne weiter düsen. Das Signal hier nützt eigentlich überhaupt nichts, weil er eh zu nah dran ist. Jetzt nehmen wir das gleich wieder weg.
und jetzt hoffe ich da, dass das mal funktioniert hier. Irgendwie in die Gänge kommt. Das Signal versetzen wir auch noch nach vorne. Hier hin. Haben wir noch eins, das wir jetzt noch setzen müssen. Ja, wahrscheinlich hier. Aber der hat eh da unten, glaube ich, eins. Ne, hat er nicht. So. Gut. Ja, hier haben wir jetzt schon einige Linien. Also der Bahnhof dürfte jetzt bald mal voll sein. Bis auf die drei Gleise hier drüben. Ja, hier haben wir dann einen kleinen Engpass am Schluss, aber ja, wird sich dann wahrscheinlich erst lösen lassen, wenn wir das hier behoben haben. Ja, hier ist halt etwas doof, dass die hier ein Gleis zusammen nutzen. Müssten hier eigentlich fast alles nochmal ein Gleis weiter rüber schieben. Aber ich glaube, das geht wegen hier hinten nicht. Ah, wobei. Doch, das müsste hier eigentlich gehen. Wenn wir die hier reinjagen, kann der TGV hier rein. Dann müssten wir hier diese Linie hier drüben noch verbinden. Würde ich hier das Gleis rüberkriegen? Das wäre noch idealer. Ja, da ist die Krümmung einfach zu groß. Nee, das geht niemals. Das würde so niemals funktionieren. Ja, da haben wir eine Rückenpfeiler-Kollision. Ja, es ist eigentlich schade, dass wir da nicht irgendwie die Brücke besser rauskriegen. Ah. Wisst ihr was? Ich reiß das mal hier weg. Schauen wir mal, ob wir das nicht besser hinkriegen. Tunnel. Das wäre jetzt doch besser, oder? Müsste das jetzt eigentlich meiner Meinung nach auch funktionieren? Nicht. Da sind wir nochmal weg hier. Ein bisschen später aus der Erde kommen würden. Das müsste aber reichen. So machen, jetzt sollten wir auch hier vorbeikommen. So wird es eigentlich gehen.
wir doch das mal. Sogar reinkommen. Haben wir hier eine Weiche? Nee, hier haben wir gar keine Weiche, nichts drinnen. Von dem her eigentlich nicht sehr gut. Ja, für die Optimierung haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen das getan. Ich würde sagen, wir düsen gleich mal mit dem hier mit. Oh, die Weiche hier sieht auch schön buggy aus. Eigentlich würde ich lieber von der anderen Seite dann mit düsen. Aber ich glaube, die Mitfahrt werden wir auf die nächste Folge vertagen. Leider. Bis dann haben sich vielleicht auch diese Züge etwas mehr verteilt. Dann sollten wir noch zusehen, dass wir hier die ICs hier ein bisschen auseinander kriegen. Jo. Können wir in dieser Zeit können wir hier mal die Linien etwas optimieren. Sprich, ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an, den beiden Gleisen. Dann hier mal das Gleis mal rausreißen. Das hier zusammen frickeln. Das irgendwie hier reinkommen. So. Müsste eigentlich hier schon mal die 600 km/h Linie mal umziehen. Und zwar eins rüber in die 11. Gut. Die nehmen wir hier gleich raus. Ihr Signal wieder zurück. Idealerweise. So. Gut. Die nächste Linie wäre jetzt unsere, ja, unsere besondere Linie hier. Wir sagen, das machen wir jetzt einfach auch mal. Hier irgendwie eine Forderung, wie weit das hier reingeht, nicht wirklich. Ich denke, das müsste reichen, beziehungsweise alles mal noch etwas nach vorne. Dann gehen wir von hier rein. So. Hier hinten, wie sieht es da eigentlich aus? Haben wir jetzt eine Weiche gemacht? Haben wir nicht. Wie auch. Da haben wir die Weiche hier. Mal hier, wenn es geht, hier rein. Oh, das ist die Steigung zu groß. So wird es gehen. Hier vorne. Ja, Signale haben wir hier keine.
egal. Und dann kriegen wir aber hier schon mal noch ein Signal hin. Weg. Dann könnte hier eigentlich schon mal die eine Linie umziehen. Das wäre das Terminal hier in die 10 rüber. Das macht er schon mal. Und dann machen wir ja noch gleich andere Schiene hin. Kommend ist groß. Sollte aber eigentlich gehen. Geht auch. Gut, dann sind wir ja halbwegs schon mal etwas auseinander. Hier nämlich die andere Linie auch gleich verschieben. Die geht dann auf die 9 rüber. Haben wir hier nämlich das Gleis schon freigekriegt. Da geht hier dann der TGV noch rein. Jo, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, ja, liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, die hoffentlich dann morgen rauskommt. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und bis dann. Tschüss.